Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Rasenmäher, Radantrieb. Ist das Antriebskabel gerissen? Und zwar sehen wir hier das Antriebskabel gerissen. Ich möchte euch kurz zeigen, wie ihr es provisorisch flicken könnt. Normalerweise sieht es aus wie hier oben. Ich hatte jetzt keine Zeit im Baumarkt das Richtige zu holen, respektive keine Lust, das Ganze zu ersetzen, und habe das jetzt so gelöst. Funktioniert sehr gut. Ich habe das Kabel einfach hier durch die Lasche gezogen. Dann braucht ihr Ringe, sprich, ich habe jetzt hier diese Maschine, da drückt man drauf, da gibt es so einen Ring. Das habe ich dreimal gemacht. Das ist eigentlich für einen Zaun. Ihr könnt aber auch, wenn ihr andere Ringe habt oder Drähte, die recht starr sind, das auch so lösen und danach einfach mit einer Flachzange das Ganze zusammengedrückt. Habe jetzt eine Stunde Rasen gemäht und das hat gehalten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr provisorisch den Radantrieb, das Gaskabel flicken möchtet, dasselbe gilt natürlich für hier oben, sollte der gerissen sein, sollte eigentlich, wenn das Kabel genug lang ist, dies auch beim Motorantrieb möglich sein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, sonst gerne, wenn ich es weitergeholfen hat, auch über ein Gefällt mir, und sonst viel Spaß beim Rasenmähen.